Stell dir vor, du bist mit deinen Freunden Mitglied in einem Fitnessstudio. Irgendwann ist es euch zu teuer. Ihr wollt austreten und überlegt aber, ob ihr danach nicht noch ein paar Geräte hin und wieder nutzen wollt. Ihr tut euch schwer mit der Entscheidung. Manche sind dafür, andere dagegen. Eure Entscheidung verzögert sich immer weiter. So ähnlich läuft es im Moment mit Großbritannien und der Europäischen Union. Im Juni 2016 stimmte eine knappe Mehrheit der Briten für einen Austritt aus der EU, den sogenannten Brexit. Wann und ob dieser Austritt stattfindet, steht jetzt, fast 3 Jahre später, immer noch nicht fest. Ich erkläre dir jetzt die 3 möglichen Szenarien, zu denen es kommen kann. Der geregelte Brexit. Großbritanniens Premierministerin Theresa May will bis zum 22. Mai aus der EU austreten, damit ihr Land nicht an der Europawahl teilnehmen muss. Das geht aber nur, wenn die Politiker dem Vertrag zustimmen, den Miss May mit der EU ausgehandelt hat. Bislang hat die Mehrheit im britischen Parlament aber den Brexit-Deal abgelehnt. Die EU hat den Briten jetzt bis zum 31. Oktober Zeit gegeben, um geregelt aus der Union auszusteigen. Fun Fact, das ist genau an Halloween. Schafft Großbritannien das nicht, ist eine zweite Variante möglich. Der ungeregelte Brexit. Kommt es bis Halloween zu keinem Brexit-Abkommen, scheidet Großbritannien automatisch aus der EU aus. Für diesen Fall befürchten viele wirtschaftliche Probleme und großes Chaos. Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen nach Großbritannien wären genauso schwierig wie der Urlaubstrip nach London. Niemand weiß bisher genau, wie lange man braucht, um eine gute Lösung dafür zu finden. Es gibt allerdings noch eine dritte Möglichkeit. Kein Brexit. Zu einem Exit vom Brexit kann es kommen, wenn Großbritannien seinen Antrag auf Verlassen der EU zurückzieht. Dazu müsste das Land die britische Bevölkerung aber nochmal neu abstimmen lassen. Und diesmal müsste das Ergebnis für Europa sein. Sonst würde die Regierung gegen den Willen des Volkes handeln. Eine neue Abstimmung kostet nochmal Zeit und Aufwand. Die Opposition ist für eine neue Abstimmung, setzt sich im Parlament bisher aber nicht ernsthaft dafür ein. Für uns in Europa ist eine gute Zusammenarbeit mit Großbritannien wichtig. Die Briten sind ein wichtiger Handelspartner für unsere Unternehmen und sorgen möglicherweise dafür, dass du einen guten Job hast. Wahrscheinlich wäre es am Ende am besten, wenn wir alle im Fitnessstudio Europa bleiben. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, klickt hier unten auf den Abo-Button.